Hallo YouTube, ich bin Meister Bini und oh mein Gott, ich rendere gerade etwas und das guckt mich böse an. So, ja, ich mache ein kurzes Video, ich bin müde und lade was in die Kamera über die Diskussion, die gerade am Nordpol am Starten ist. Wie so ein Senkrechtstarter. Ich habe von der Diskussion gar nichts mitbekommen, bis ich Engas Video gesehen habe oder es versucht habe zu sehen, denn der Sound ist wirklich ganz schön, hui, schwierig zu verstehen. Und dann habe ich jetzt die Freude gehabt, die ganzen Seiten durchzuarbeiten. Habe es auch versucht. Ich habe nicht jedes einzelne Posting gelesen, nicht jeden einzelnen Post, Entschuldigung, gelesen, aber auf jeden Fall die meisten. Und muss sagen, ich bin so ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade, auf welcher Ebene diskutiert wird. Dass diskutiert wird, ist großartig. Das Thema ist interessant. Bis etwas seltsam, meiner Meinung nach. Erstmal ganz zum Anfang, da es um Sprache geht, möchte ich mal sagen, dass ich finde, dass Sprache und gerade das Reflektieren von Sprache unglaublich wichtig ist. Denn Sprache macht sichtbar und wir haben kaum bessere Möglichkeiten zu kommunizieren als die Sprache. Dementsprechend ist es eigentlich, finde ich, unglaublich wichtig, welche Worte gewählt werden und welche Worte vermieden werden. Das ist meiner Meinung nach größtenteils im Bereich der gerade üblichen Beleidigungen unglaublich nötig, da zu reflektieren, wer eigentlich beleidigt wird und wie beleidigt wird. Dass es ein Problem mit dem Wort Meister gibt, wusste ich zum Beispiel noch nicht. Nun seht ihr wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video guckt, dass mein YouTube-Kanal Meister Bini heißt. Woher kommt das? Das kommt daher, dass ich vor 2 Jahren völlig losgelöst von der Rollenspiel-Community, mit der ich genau seit 3 Monaten überhaupt irgendetwas zu tun habe, losgelöst einfach angefangen habe zu zocken. Wir haben einfach angefangen, DSA zu spielen. Warum DSA? Weil wir drei Leute, zwei, drei Leute in meinem Freundeskreis hatten, die das auch schon gespielt haben, schon seit Jahren, schon seit, ich glaube, 15 oder 10 Jahren oder sowas. Also seit unglaublich langer Zeit spielen die DSA. Die hatten richtig Lust, eine DSA-Runde zu machen. Und da sich keiner gefunden hat, der Lust hatte, die Geschichte zu spinnen und die Hintergründe sich auszudenken, habe ich das dann einfach gemacht. Ich wurde Meister genannt, das möchte ich dazu sagen. Und ich finde, dass das Wort für mich in meiner, und das möchte ich jetzt nicht relativieren oder so, sondern in meiner Welt das Wort meistern nicht arrogant oder gar autoritär gemeint war, denn alle, die mich kennen, wissen, dass meine Streams und meine Runden zum Beispiel fast immer komplett improvisiert sind. Welchen Grund hat das? Das hat den Grund, weil ich will, dass die Leute perfekt und dass die Leute vollkommen die Welt in ihrer Hand haben. Sie sind die Menschen, die tun. Ich bin eigentlich der reagierende Part, meiner Meinung. Das heißt, ich baue mir ein Grundgerüst. Wo will ich hin? Wer sind die Bösen? Wer sind die Guten? Bla bla bla. Grundgerüst. Aber alles, was passiert, ist vollkommen improvisiert. Wie gesagt, damit möchte ich garantieren, dass die Menschen zu 100% immer Kontrolle über das Spiel haben und tun können, was sie wollen. Im Endeffekt. Meiner Meinung nach gibt es Richtlinien. Ich finde, das sinnlose Töten eigener Leute, das Bestehlen einander, das einander Bestehlen und solche Sachen finde ich sehr schwierig, weil es schwierig ist, meistens die Spielebene und die reale Ebene auseinanderzuhalten. Und da kann es dann zu Konflikten kommen. Deswegen gibt es meiner Meinung nach auf jeden Fall, wie ich gerade sagte, einige Richtlinien, die eingehalten werden sollten. Aber ansonsten sollen die Menschen meiner Meinung nach, und da würde ich dem N-Guy vielleicht so ein bisschen widersprechen, falls ich das nicht falsch verstanden habe. Wenn ich es falsch verstanden habe, tut mir das leid. Das ist halt für mich das Wichtigste. Das heißt, die Plotsprengung kann gar nicht wirklich passieren, da das Ganze sich wirklich, wie gesagt, auf dieser Impro-Ebene abspielt. Nun, gut, um zurückzukommen auf das Thema, Meister-Spielleiter, das Wortgefecht da. Davon habe ich
mitbekommen vor, lasst mich lügen, ungefähr 2 Monaten. Das war bei einem Subble-Stream, glaube ich, oder bei irgendeinem Stream zwischen Umbreon und Engai. Da meinte, glaube ich, der eine, ich glaube, Umbreon, er sagt ihr, Entschuldigung, Spielleiter. Und Engai sagt ihr Meister oder irgendwie so. Ich mag mich jetzt auch irren. Jedenfalls waren ganz zwei Leute. Engai war wie der Meistertyp. Und ich finde, das Aufhängen der Diskussion an dem Wort ein bisschen schwierig. Warum? Weil Meistern meiner Meinung nach ein Begriff ist, der definiert werden sollte. Der also keine feste Definition hat. Würde ich sagen, regieren, ich bin hier der Regent in der Gruppe, dann würde ich sagen, okay, das hat was mit Autorität zu tun und mit Machtausübung. Aber meistern kannst du genauso gut, und so habe ich das zum Beispiel immer aufgefasst, weswegen zum Beispiel in meinem ersten Livestream im Lower Search stand, er meistert auch die Tascam, was meine Soundkarte ist, die andauernd rumspinnt. Und das Meistern kann auch das Meistern der Reaktion sein. Es gibt immer wieder Momente, im ersten Livestream zum Beispiel von mir, für die Leute, die ihn nicht gesehen haben, es tut mir leid, dass ich mich darauf immer beziehe, aber das ist halt ein Fixpunkt, den ich halt so habe, den ich halt mit einigen Leuten teile. Da gab es eine Situation, da sind die vier Heldinnen auf eine Gruppe Soldaten gestoßen. Die vier Heldinnen hatten sich im Gebüsch versteckt und ich war jetzt davon ausgegangen, dass sie auch versteckt bleiben. Aber einer der vier ist halt aufgestanden und rausgegangen, hat einfach mit ihnen angefangen an loszureden. Und für mich, ich muss solche Situationen meistern. So, da, ja, ich muss jetzt in der Situation nicht irgendwie da sitzen und, oh mein Gott, jetzt, nee, das geht nicht. Der kann da nicht einfach rauskommen, sondern ich muss diese Situation jetzt meistern. Ich muss da jetzt irgendwie gut drauf reagieren. Und so war für mich der Begriff meistern, definiert. Nicht mit Autorität. Ich bin der Meinung, dass das Wichtigste, wie gesagt, ist, dass es eben nicht autoritär zugeht, sondern das Wichtigste ist, dass die Leute miteinander spielen. Und das wollte ich gesagt haben. Also das Wort meistern muss nicht immer so konnotiert werden. Es muss nicht immer so, konnotiert ist das falsche Wort, es muss nicht immer so begriffen werden, sondern es ist relativ, meiner Meinung nach, relativ wandelbar und das sollte beachtet werden. Und ich finde ganz ehrlich, ich habe mit der Gruppe, Entschuldigung, ich finde diese Brunnen, das ist, finde ich, viel schlimmer. Mit meiner Gruppe, das ist schrecklich. Besitzansprüche sind doof. Mit der Gruppe, in der ich halt Spielleiter, Meister, oder wie so schön gesagt wurde, so Sauerkraut weg oder so bin, egal. Einen kleinen Subble-Stream gemacht, der hat kaum Aufmerksamkeit, glaube ich, bekommen. Aber da habe ich mal angesprochen, dass ich den Eindruck habe und schon längere Zeit hatte, die Zeit, die ich jetzt auf Nerdpool bin, dass DSA einen unglaublich schlechten Ruf hat. Das finde ich persönlich ganz doll schade, so unglaublich schade, denn DSA ist mein Lieblingsuniversum. Ich liebe es, weil ich es einfach schon lange spiele und weil ich den Eindruck oder weil ich persönlich die Meinung habe, dass du in DSA, in Aventurien und bald vielleicht auch in Myranor, wir lassen uns überraschen, was bei DSA 5 rauskommt, eigentlich fast alles tun kannst, was du willst. Du kannst da alles reinpressen, was du möchtest. Und das finde ich so großartig an diesem Universum. Das ist bestimmt bei ganz vielen anderen Universen auch so. Aber wie gesagt, das mag ich bei DSA. Ich mag, dass es unglaublich viel Sachen schon zu Aventurien gibt. Unglaublich viele Karten, unglaublich viele Ortsbeschreibungen und so weiter und so fort. Persönlichkeiten, die ich mit einbeziehen kann, auf die ich mich beziehen kann, Referenzen, die ich benutzen kann, sodass das Ganze wirklich fast wie eine reale Welt wird. Und das finde ich unglaublich großartig. Es gibt großartige Community-Features, so wie den Dera-Atlas, bla bla, Wiki-Aventurica, bla bla, Keks, Keks, bla. Und vor allem, und das finde ich das Wichtigste, ist DSA meiner Meinung nach, wenn Mensch sich jetzt das Handbuch zum Beispiel, das normale Handbuch für DSA 4 vornimmt und die ersten Seiten durchliest,
Dann gibt es dort eine Einleitung, da wird gesagt für Meister, aber diese Einleitung widerspricht allem, was DSA vorgeworfen wird. Allem. Da wird darauf hingewiesen, Leute, fragt nach, gibt es Dinge, die die Menschen in eurer Runde nicht haben wollen, nicht können, nicht abkönnen? Fragt nach, was die Leute wollen. Seid niemals Gott, ihr seid nicht Gott. Ihr bestimmt die Geschichte natürlich, ihr könnt Wetter und so bestimmen, aber solltet die einzelnen Leute nicht bestimmen. Ja, es geht um die ersten Kämpfe und es geht um all um die Sachen, die jetzt DSA vorgeworfen werden. Und das finde ich schade, dass das DSA da vorgeworfen wird, weil ich, wie gesagt, den Eindruck habe, dass sich die Leute, die DSA das gerade schreiben, unglaubliche Mühe geben oder gegeben haben. 2006, als es rauskam, glaube ich, war das 2006. Ja, da wirklich einen Fortschritt zu haben. Ich finde in DSA, und das ist zum Beispiel mir persönlich wichtig, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich viel auseinandersetze. Feminismus, damit will ich jetzt gar nicht anfangen. Ich finde es aber so großartig, dass zum Beispiel dem Handbuch oder in vielen DSA-Publikationen Frauen auch verstärkt angesprochen werden. Es wird gegendert, das finde ich großartig. Es werden sowohl Männer als auch Frauen angesprochen. Es werden, ja genau, angesprochen. Bei der Charaktervorstellung gibt es immer wieder Frauen, Kriegerinnen zum Beispiel, wird nur Kriegerin vorgestellt und so weiter. Also das finde ich, all das finde ich, hat DSA positiv verändert. Ich bin noch nicht so lange dabei und schon gar nicht so lange in der Community, als dass ich irgendeiner Weise einschätzen könnte, was da früher passiert ist. Weil das scheint irgendwie, soweit ich das gelesen habe, und das möchte ich jetzt mal betonen, gelesen habe, ein Konflikt der älteren Generation, das ist jetzt ein wörtliches Zitat zu sein, ein Konflikt der älteren Generation. Den Eindruck habe ich aber auch so ein bisschen, weil die Menschen, die erst seit kurzem spielen oder ein bisschen jünger sind, wie ich zum Beispiel, bin ja noch blutjung, schreiben die ganze Zeit, hey, eigentlich ist dieses Meister-Spielleiter-Ding irgendwie nicht so richtig wichtig, sondern viel wichtiger ist doch, wie der Mensch sich verhält. Also, mir ist doch nichts geholfen, wenn der Mensch, der mir jetzt gerade verbietet, irgendetwas zu tun, sich Spielleiter nennt. Ja, dann ist das trotzdem doof, weil der Mensch mich behindert in dem, was ich gerade tun will. Also diese Begrifflichkeit ist meiner Meinung nach, wie gesagt, das habe ich ja schon gesagt, eine Definitionsfrage. Und das ist das Wichtige. Ich finde, es gibt Sachen, die sind nicht, da kann ich nicht irgendwie bei irgendwelchen rassistischer Scheiße, das ist nicht Definitionsfrage, sondern kann ich jetzt nicht sagen, was weiß ich, das N-Wort ist irgendwie eigentlich ganz nett gemeint oder so, das können wir anders definieren, sondern das hat diesen gesellschaftlichen Konsens hinter sich, dass es abwertend gemeint ist. Ich finde das Wort meistern, aus meiner Sicht, ich betone das tausendmal, aus meiner Sicht hat das dieses Wort eben nicht, weil ich das zum Beispiel ganz anders begriffen habe. Wenn es trotzdem Menschen gibt, zum Beispiel, die sagen, okay, das ist total kacke, dass das Wort meistern benutzt wird, und wenn es dann mal den Livestream gibt, wo ich auch aufmerksam dabei sein werde, dann ändere ich irgendwie meinen Kanalnamen. Ich möchte da jetzt keinem Menschen irgendwie total zu nahe treten oder so. Aber ja, ich fand ganz ehrlich, und das möchte ich jetzt zum Schluss noch sagen, bevor ich dann aufhöre, weil ich schon wieder viel zu viel rede und viel zu wirr rede, ganz ehrlich sagen, es gibt einen Post, der mich richtig aufregt. Und da möchte ich, das ist der letzte Post gerade. Das ist so ein ewig langer Post. Und da möchte ich sagen, ey, ganz ehrlich, achtet auf eure Wortwahl. Und das finde ich richtig, richtig, da werde ich richtig persönlich sauer. Bei allem anderen finde ich super. Ich finde konstruktive Kritik, finde ich spitze. Ich finde den Blog-Eintrag, und ich verzettel mich schon wieder, den Blog-Eintrag, um den es eigentlich ja geht, Entschuldigung, ich muss nebenbei immer noch gucken, wie die Blog-Einträge heißen, den Plot sprengen. So heißt dieser Blog-Eintrag, den finde ich interessant, aber auch ein bisschen schade, dass der sich so festsetzt auf eine Person. Das finde ich schade, die Fixierung auf eine Person als irgendwie den Bösen, was jetzt überspitzt von mir formuliert ist, aber das so ein bisschen slightly in die Richtung hatte ich den Eindruck, das finde ich schade. Aber bei Sätzen wie, denn das obige Video war eine ausgesprochene Peinlichkeit und Peinlichkeit in Großbuchstaben, da werde ich sauer, weil das ist keine Art, sich zu unterhalten.
Wir wollen hier auf dem Nordpol, und das hat bis jetzt wunderbar funktioniert, ruhig miteinander reden, konstruktiv miteinander reden, sagen, hey, okay, wir machen Fehler, wir sagen Sachen, es war, weiß ich nicht, bei Engels Video 0 Uhr, und auch andere Leute können sich mal verhaspeln, können sich versprechen, das hatte ich in meiner Gruppe zum Beispiel, haben sich die Leute sofort entschuldigt. Und ganz ehrlich, dick schreiben, groß schreiben, also alles Caps Lock, alles dick schreiben, 1000 Ausrufezeichen benutzen, das sind alles Dinge, wo ich der Meinung bin, dass das nicht geht. So, das geht bei Extremata, wo ich sagen würde, ist das Extremata überhaupt richtig? Wo ich sagen würde, okay, wie gesagt, bei was weiß ich, irgendwelche Nazi-Scheiße oder so, homophober Scheiße oder irgendwas, solche Sachen, da werde ich dann wahrscheinlich auch groß schreiben oder sofort löschen oder was. Aber bei solchen Diskussionen, inhaltlichen Diskussionen, all die Sachen bitte vermeiden. Ganz ehrlich, ja, weil sonst artet das aus, sonst haben wir keine Diskussion, sondern schreien uns gegenseitig an. Und dann können wir das Konzept des Nerdpools, des Miteinanders, ne, so One Struggle, so das Unity-Ding, das, was wir gerade machen wollen, hier was aufzubauen, eine Bewegung aufzubauen, zu sagen, hey, wir sind da, wir sind jung, wir sind noch nicht hart am Start, und uns fehlen wahrscheinlich 20 Jahre Theorie, die haben andere, die USA oder so, da ist das alles schon größer. Aber das ist doch auch schön. Wir können das gerade aufbauen, wir können Grundstein legen. Den Grundstein legen wir aber nicht, indem wir uns gegenseitig die Hacken in die Fresse hauen, sondern den legen wir, indem wir uns gegenseitig die Hände reichen, jetzt mal ein bisschen hippiehaft, irgendwie übertrieben gesagt, indem wir uns die Hände reichen und trotzdem sagen, hey, das finde ich doof. Und damit möchte ich anfangen. Eine Sache ganz zum Schluss, lieber N-Guy. Du bist großartig, du machst unglaublich viel, du machst tolle Videos, du machst tolle Sub-Streams. Deine Charakter Vorstellungen, die du mal hattest, und deine Meistertipps sind umwerfend großartig bei der Aussage, die du getätigt hast. Wie ernst du sie gemeint hast, musst du mal vielleicht nochmal selber sagen. Dein Video, wie gesagt, konnte ich leider nicht zu Ende hören, weil meine Boxen echt angefangen haben zu streiken. Also vielleicht hast du Lust, das nochmal einzusprechen oder was weiß ich, irgendwie sowas in die Richtung. Aber bei der Aussage, der Plot kann nicht gesprengt oder sollte nicht gesprengt werden, möchte ich dir persönlich widersprechen. Warum, habe ich schon gesagt. Ich finde, das ist wichtig, dass die SpielerInnen irgendwie machen können, was sie tun, und tolle Szenen ruinieren, was wie gesagt bei mir schon häufiger vorgekommen ist. Und ja, vielleicht hast du ja Lust, einfach ein Antwortvideo. Ich fuchtel mit meinen Armen rum, wenn ich müde bin, fuchtel ich mit meinen Armen rum, es tut mir leid. Antwortsvideo, hier einfach 100 zu posten, wie du magst. Aber ansonsten tolle, tolle Sachen, großartige Sachen, die du da tust. So, das war's von mir. Ich hoffe, die Diskussion wird nicht abflauen, sondern ruhiger und gelassener werden. Und hoffe, dass solche Texte mit solchen Aussagen hier nicht mehr irgendwie im Forum erscheinen. Das wäre echt super, wenn wir nett miteinander reden können. Und ich würde gerne irgendwann auf jeden Fall auch nochmal einen Stream zu DSA machen, weil ich habe den Eindruck, darüber musste geredet werden. So, ganz zum Schluss, obwohl ich schon fünfmal aufhören wollte, es tut mir leid, eine Sache noch. Ich finde es witzig, dass natürlich in der Wahrnehmung der Community DSA den großen Teil innehat. Aber seien wir mal ehrlich, auf dem Nerdpool, Livestream-technisch, ist meiner Meinung nach, und ich kann mich tausendmal irren, sagt mir das, wenn ich mich irre, dann tut es mir tierisch leid, mein Stream der erste DSA-Livestream auf Deutsch gewesen. Das heißt, in den Livestreams ist gerade im Moment Vampire und Cthulhu. Scheiße, es wird anders ausgesprochen, es tut mir leid. Zwei großartige Systeme werden aber relativ häufig gespielt. Das heißt, vielleicht da auch nochmal gucken, ob es möglicherweise nicht von zwei verschiedenen Sachen geredet wird. Also nicht möglicherweise die einen von, weiß ich nicht, den Offline-Runden und die andere von den Online-Runden besprechen oder so. Aber das wollte ich nochmal sagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich spiele gerne DSA. Mein Livestream ist hoffentlich nicht autoritär. Wenn es so ist, bitte ich um Kritik. Bitte ich um Kritik. Ich habe
einen Menschen, der mich nicht leiden kann, der alle meine, nicht alle, aber meine Videos, die Livestreams zumindest, immer mit einem Daumen runter versehen. Wer auch immer du bist, falls du Lust hast, mit mir darüber zu reden oder mir auf dem Nerdpol eine Nachricht zu hinterlassen, ich habe da im Forum so einen komischen Meister, wie hier könnt ihr eure Fragen stellen, Dingsbums. Schreibt mir einfach, was dir nicht gefällt. Wenn ich zu autoritär bin, müssen Leute mir das sagen. Ich habe manchmal nicht die Möglichkeit, mich selber zu 100% zu reflektieren. Da brauche ich andere Leute. So, das war's wirklich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich wünsche mir, dass wir das hinkriegen und dass das bitte, 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 bitte nicht zu einem Riesenkrieg führt und zu einer Spaltung oder irgendwas Schlimmes. Bitte. Und lasst es sein, auf einzelnen Leuten rumzuhacken. Das ist mir wichtig. Das ist mir super wichtig. Dass es nicht heißt hier N-Guy oder was weiß ich, irgendwer anders, sondern es sollte um die Sache gehen und nicht um eine Person. Und es sollte nicht darum gehen, eine Person fertig zu machen. Und den Post, ich, naja, hätte große Lust. Ich bin irgendwie auch Admin, ich hätte große Lust da irgendwie. Aber ich mach's natürlich nicht. Denn Zensur ist auch Kacke. Aber achtet mal ein bisschen darauf. So. Das war's. Ich habe schon wieder nur 21 Minuten geredet. Das ist ja gar nichts. Es tut mir so leid. Wir sehen uns. Ich werde das als Videoantwort auf auf das Video von NGI posten. Schönen Tag und frohes Diskutieren. Tschüss.